Banjo ist cool, Mann. Oben auf dem Schneemann. Mann, ist das geil. Richtig, richtig cool. Richtig, richtig geil. Und los geht's, Mann. Ja. Yeah. Oben auf dem Schneemann gehen wir runter. Denn wir fliegen zu den Kinders. Und auf geht's. Wir starten in einer neuen Folge von Banjo Kazooie. Auch wenn der Text leicht asynchron war. Vom Beat. Ja, es hat leider eine Stelle drin, die ich nicht so gut kann. Und ja, wir wollen zu den Kindern die Geschenke abgeben heute. Bams! Und mal nach unserem dicken Freund Boogie schauen. So, hier. Du? Du. Du? Oh, danke, brauner Bär! Friss. Yippie! Jetzt sind wir alle glücklich! Das ist für dich. So, ja. Kazooie ist cooler. Ja, ich sag immer, Banjo ist cool, Mann. Und jetzt, Kazooie ist halt cooler. Sie ist halt besser. Ja, so sieht's aus. So, ja, ja. Wir haben die Kinder jetzt glücklich gemacht. So, und wir wollten auch in der Folge noch zu Mumbo, dem kleinen Dumbo. Denn er hat eine coole Verwandlung für uns. Ach ja, das stimmt ja, jetzt ist ja hier das Rennen. Ja doch, komm, machen wir das zuerst. Und dann hinterher Mumbo Master of Disaster. So, was geht? Hi Freunde, niemand will gegen mich antreten. Ja, du bist zu dick. Wir hauen dich in die Pfanne, Bärchen. Ach, sorry, ihr passt nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleineren Gegner. Ja, natürlich. Warum auch fair spielen? So. Dann hoffen wir mal, dass die Verwandlung uns kleiner macht. So, ich frage mich auch gerade, wie kommen wir jetzt hier eigentlich rüber? Gab es hier nicht mal irgendwie so eine coolen Treter? Irgendwo? Na, da oben bestimmt nicht. Irgendwo hier in der Nähe. Wäre so ganz praktisch, so. Ich überlege auch gerade, wo. Ja, bei den Häusern hier sein. Obendrauf? Nee. Ich dachte vielleicht hier oben drauf. Hier hinter auch nicht. Achso, ja, wir müssen ja. Stimmt ja. Ah, hier ist gleich eine Flugplattform. Achso, ja, na, dann fliegen wir kurz rüber. Ich dachte. Ach, die ist sogar noch in Okumbokum gewesen, Mensch. Nicht mal gesehen. So. Ist denn auf Mumbos Haus auch noch was? Ja, auf Mumbos Haus ist tatsächlich ein Leben, was wir auch nicht brauchen. Da ist ein schwarzer Schatten, der macht mir Angst. Der hier in der Mitte. So, gehen wir mal zu Mumbo. Was willst du denn diesmal an 15? Ich höre, da oben war er. Jija! Ja, ich bin der Beste. Bam. Ja, komm. So, einmal im Kreis rennen. Yo, 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 yo. Und wir haben 91 Noten. So, hi Mumbo, wach mal auf, du kleine Pennennase. So, her mit den 15 Mumbos und weg mit den 15 Mumbos und auf geht's. Wir sind ein Walross. So. Banjo jetzt ganz dick und große Zähne haben. Ha, 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 ha. Ich glaube, ich habe den anders gesprochen gehabt, aber ist egal. So, Freunde. Wir sind jetzt ein Walross. Und was kann ein Walross richtig? Es kann im Eiswasser rumlaufen. Ja, das ist auch alles, was es kann. Jetzt ohne Witz. Es kann hüpfen und es kann im Wasser rumlaufen. Das war's. Es hat Riesenstoßzähne und kann sie nicht benutzen. Achso, es hat coole Sounds. Es kann auch, wie ihr seht, unendlich lange unter Wasser bleiben. Warum auch immer, weil es eigentlich kein Unterwasserlebewesen ist. Aber hey, Wozza ist jetzt unser Freund, weil er... Wir haben alle 100 Noten schon. Ach, ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus! Yo, Bro! So, wo ist denn Wozza nochmal? Der dicke Truggle da hinten. Ja gut, ja, wenn wir alle Noten haben, dann muss ich auf jeden Fall da nicht mehr ausschalten. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Wegen wir doch mal übers Eis. Mann, ist das richtig geil und auch noch dazu mega richtig kuna heiß. So, wir wollen nämlich nach hier hinten. Ich hoffe mal, dass wir den Sprung schaffen, weil so weit kann er nicht hüpfen.
Ja! So, da geht er richtig ab, Mann! Hoi! Wow, noch ein Walross. Ja, nimm das, Mann. Aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Ja, ja. Ich hätte mit einem Akzent sprechen müssen, so sächsisch oder so, wäre voll cool. So, wir gehen ihm auch mal hinterher. Wir stalken ihn richtig. Richtig dick gestalkt. Ja, hier gibt es nämlich übrigens noch ein kleines Secret zu sehen. So. Hi, Kumpel. Schau dich in Wassers Höhle ruhig um. Yo, mach ich, Bro. Oder Sis, ich weiß nicht, kann noch eine Schwester sein. Okay, müssen wir also nochmal als Benjo her, weil da ist, da oben gibt es nämlich was. So, ach ja, stimmt ja. Hier ist noch eine Cheeto-Seite, oder? Das sieht voll cool aus, so. Wartet mal. Das sieht voll geil aus. Das wird sowas von der Thumbnail. So, hier müsst ihr noch... Ach nein, hier ist die Honigwabe. Ah, na toll. Und sowas. Eier haben wir nicht voll, aber den Rest schon. Also ich scheiß jetzt mal drauf. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Gab es hier noch was? Ein Mumbo-Schädel? Nee. Okay, dann raus hier, weil wir können nicht angreifen. Das ist echt ungünstig. Ach so, da war also die zweite Honigwabe. Naja gut, dann lag ich ja mit meiner ersten Vermutung gar nicht so falsch, wo die ist. Wassers Höhle war nämlich meine Vermutung. Ja, da oben ist, seht ihr schon, da ist ein Jinjo. Da kommen wir natürlich nur als Benjo ran. Aber der gute Wasser blockiert jetzt nicht mehr seine Höhle von außen. Das heißt, wir können uns zurückverwandeln und dann rein. Müssen wir leider machen. Sehr kleiner, aber feiner Nachteil. Achso, ja, das Ziel. Entschuldigung. Ganz vergessen. So, das machen wir aber nicht jetzt. So, wir haben den guten, Boggy, den wir nach... Ach, hier ist ja noch ein Mumbo-Schädel, Mensch. Ach, glatt vergessen. Den hatte ich ja auch schon gesehen in der letzten Folge. So, so, wir waren jetzt beim Mumbo-Master auf Disaster of Doom of Destruction. Ja, da waren jetzt so oft drin, das passt schon. So, der will gegen einen kleineren Gegner kämpfen. Na, dann machen wir ihm doch die Freude und kämpfen als dickes Walross gegen ihn. Also rennen, fahren ein Rennen. So, ich glaube, wir müssen sogar zwei Rennen gegen ihn fahren. Einmal als Walross und einmal als Benjo sogar selbst. Das heißt, wir müssen sowieso zurückfahren. So, hey Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Ja, dann hüpfen wir auf den Schlitten, Junge. Okay, auf geht's. So. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalom-Stangen lenken und schneller sein als ich, klar? Okay, 3, 2, 1, go, Bitch. Ich frage mich gerade an der Stelle 1. Wieso erklärt er uns die Steuerung nicht? Ich meine, wir steuern ganz normal, so ist nicht. So, ich glaube, wenn er hinter uns ist, wird er schneller. So wie man es halt erwartet. So, ich nehme die jetzt mit Absicht mal sehr eng. Weil es halt, ja, recht wichtig ist, vor ihm zu sein. Genau an der Stelle. Weil er würde... Nein! Aber er wird langsamer, wenn wir hinter ihm sind. So, müssen wir hüpfen. Weil der Fettsack, der kann einfach hochrollen. Mit einem Schlitten, ja, er rollt mit dem Schlitten. So, wir wissen auch schon, wo das Ziel ist. Das ist das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute darin. Wir sind auch gleich da. Schlagen uns noch ziemlich gut. Das zweite Rennen wird übrigens deutlich härter. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt gleich zwei hintereinander gibt oder ob es erst später ist. Hallo. Ey, du. Du Affe, du. Also Bär eigentlich. Jetzt hat er uns echt noch überholt, oder? Ja, na klar. Ich hasse dich, du kleine Typi, du. Oh, nicht übel, Kleiner, doch etwas Übung könnte nicht schaden. Oh, ich würde ihm so gerne eine reinkloppen, ey. Und versuche es nochmal, ja. Jetzt mach ich dich fertig, du kleiner Dicker. Du. So, viel Glück, Kleiner. 3, 2, 1 und go ho. Ja, leck mein Walross-Schwanz. Was eine Beleidigung. Oh, wow.
Ja, ich glaube, da gibt's es gibt auch irgendwie für Speedruns gibt's auch super gute Tricks, wo man halt echt ganz knapp vor ihm ist. Das sieht immer voll geil aus. Aber man ist halt konstant vor ihm. Also ich frage mich echt, wie die das machen. So, zack, zack. Und wie er die Kurve da auch nimmt. So. So, yo. So. Oh, schneller, gib dir Mühe. Ich glaube, wenn man zu weit hinten ist, ist man auch automatisch raus aus dem Rennen. So, jetzt stalken wir ihn ein bisschen. Ist jetzt alles Technik, Freunde. Ist jetzt alles Technik. Passt auf. Wir müssen nur dafür sorgen, dass er... Ja, hier, fahr vor. Ja, yeah, fahr vor. Einfach nur vorfahren. Alles cool. So, wir werden dich nämlich jetzt gleich richtig fett überholen. So, und auf Wiedersehen. Jetzt gebe ich Gas hier. So, auf die letzten Meter. Ja, stimmt, hochhüpfen ist viel schneller. Ganz vergessen. Ha, richtig dick fertig gemacht, Alter. Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt. Ja, das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. So, wir haben ein Puzzleteil. Nice. Das war was cool, Mann. So, jetzt haben wir auch schon alles als Walross erledigt. Ja, das waren erstaunlicherweise echt die einzigen zwei Puzzleteile als Walross. Wir müssen jetzt mal kurz Banjo werden. Und, yo. Oh, da juckt es mich glatt am Nacken. Wir müssen Banjo werden, dann, wie viele Puzzleteile fehlen uns denn jetzt noch? Zwei, oder? Ja, okay. Ja, dann müssen wir wirklich gegen ihn nochmal ein Rennen fahren. Das ist Puzzleteil Nummer 1. Und Puzzleteil Nummer 2 ist dann der Jinjo in Wassers Höhle. So. Aber das, Freunde, das ist erst im nächsten Part. Das ist Zukunftsmusik. Da muss sich dann der Zukunfts-Raccoon-Style-Play drum kümmern. Wir werden uns jetzt zurückverwandeln und als Banjo dann nochmal den Winter genießen. Ich habe keine Ahnung, was er da labert. Aber wirklich nicht. Das ist das Ende des Parts. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Denn das war's erstmal für diesen Part. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, peace out, euer Raccoon Style Play. Achso, die Musik hört sogar auf, wenn man was aufsammelt. Ah, das ist ja cool. Ich dachte, die läuft im Hintergrund dann weiter. Okay, gut, ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, Raccoon Style Play und ciao. Mit B für Banjo. Kazooie! Oh.